Abend, Leute, und willkommen zurück bei Resident Evil. Ich habe jetzt rumgeschaut, was die Ruckler verursachen könnte, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, nicht die PlayStation, mein Computer-Konsolen-Ding, was ich da habe, war jetzt gerade auch extrem laut und überhitzt. Und hat jetzt anscheinend das Schneidprogramm, das mich nebenbei offen hatte, aber nicht aktiv war, einfach beendet. Ich hatte es extra angehalten, dass es keine Kraft verbraucht von Computer, also keine Ressourcen. Aber anscheinend, selbst wenn es inaktiv ist, ist der Computer wohl manchmal damit überlastet, dass es da ist. Also hat er es von selber jetzt geschlossen und ja, das war's wohl. Wir holen uns aber jetzt erstmal hier 9 Münzen. Ich habe auch gesehen, dass die Facecam geleckt hat. Tut mir echt leid, also ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm letztes Video. Dann machen wir den hier. Dein Ernst? Okay, immerhin kann man es schnell machen. So, jetzt haben wir nur die Sache, wo tun wir die hin? Wo kommt die jetzt hin? Wir haben nur noch 2 Schuss damit. Also tauschen wir das mal aus. Ah, ein schönes Stück. Okay, wir haben aber die Munition gar nicht geholt, Leute. So, da wir eh keine Pistolenmunition im Moment haben. Kommt die Pistole mal hier rein. Und das ist eine defekte Pistole. Den Reparatursatz haben wir eh nicht. Deswegen kommt es auch mal da rein. Festbrennstoff tun wir auch mal rein. Die Dietriche sollten wir mal benutzen. Ach, da ist das Schatzfoto, das wir gesucht haben. Okay, ist es wirklich das Schatzfoto, das ich meinte? Nee, das ist ein anderes. Nee, ist es nicht. Schade, ich glaube, das andere haben wir zerstört, weil wir keinen Platz hatten. Okay, Kurbel tun wir auch mal rein. Nervengift. Okay, für einen Granatwerfer, keine Ahnung, warum wir sowas überhaupt finden, gerade eben. Das tun wir mal alle rein. So, wie viel Schuss haben wir denn jetzt? Immer noch einen. Haben wir es immer noch nicht rausgeholt? Mann! Sechs Schuss, Leute. Ich vermute mal, dass es eine ziemlich sicke Waffe ist. Deswegen benutzen wir sie möglichst erstmal nicht. So, das Ding ist jetzt, unser Drogentrip ist vorbei. Deswegen wir jetzt nicht mehr das Zeug sehen, was wir gerade eben gesehen haben. Wir waren jetzt oben und haben den Schlangenschlüssel benutzt. Und jetzt müssen wir schauen, wo wir noch rein können mit den Schlangenschlüssel. Okay, da ist er wieder, die Sau. Ich würde sagen, diesmal zünden wir ihn einfach an. Es dürfte der letzte übrigens auch sein von denen. Das juckt ihn anscheinend nicht so richtig. Okay. Gut, es juckt ihn dann doch. So, das dürfte jetzt auch der letzte von denen gewesen sein. Oh, der schmilzt. Ich würde sagen, wir gucken uns oben noch mal ein bisschen um. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir auch wirklich jetzt alles haben. Also bei der. Ja gut. Da ist was runter. Und dafür brauchen wir die Uhr oder was? Oh, was denn das? Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Okay. Also müssen wir jetzt eine Uhr angucken oder was? Da haben wir eine Uhr. Da haben wir ja schon eine. 10, 3.
Also Stundenzeiger ist die 10 wahrscheinlich, oder? Ach, egal. Ich denke mal schon. Oder doch nicht? Ne, sehen wir ja. Nice. Das hätte man dann wohl. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich wirklich hier drin sein will. Also einerseits ja, sieht nämlich verdammt cool aus. Andererseits ist das Resident Evil 7 und was auch immer da unten auf uns lauert, es wird ein echt nerviger Gegner sein. Oder auch einfach nur ekelhaft. Der ist nicht da, glaub mir. Verbesserte Poli. Gut. Da haben wir schon mal die erste Zugangskarte. Wir meinen, wir haben vorhin gar keine Zugangskarte bekommen. Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, wir hätten eine bekommen. Aber wir haben nur eine, ne? Ja, wir haben nur eine. Ich muss schon sagen. Sieht schon saugeil aus hier. Oh, wir sind jetzt. Ja. Wie ich es mir dachte. Wir sind wieder im Keller. Hier sind doch locker wieder so 10.000 Sachen, die ich nicht übersehen habe hier drin. Ich habe gelernt, dass gern mal am Boden einfach was liegt. Wo man sich nicht hinkniet und so. Ich sehe hier drin jetzt gerade auch gar nichts. Gut, wo könnte jetzt noch was sein? Da drin ist was gespawnt. Von da kommen wir her. Und da war ja. Stimmt, hier war ja so ein Monster drin. Ich treffe ihn halt einfach nicht. Oha, das war ein bisschen viel Damage, will ich jetzt mal so sagen. Bin ich ja jetzt nicht so der Fan von, dass ich die jetzt schon so instant verschossen habe. Bisschen mal zur Seite hier, ich muss hier durch. Mann, ey. Wie diese Leute die Wege blockieren. Finde ich nicht gut. Haben wir schon wieder alles verschossen. Was ist falsch mit mir? Ernsthaft, das hat uns. Es. Das hat uns jetzt rein gar nichts gebracht, Leute. Rein gar nichts. Wir haben jetzt einfach nur komplett unsere Munition verschwendet. Ich könnte natürlich den Spielstand jetzt einfach nochmal laden. Aber dann müssen wir das mit der Uhr nochmal machen. Und ich habe da jetzt echt null Bock drauf. Das ist ja jetzt nicht so geil. Okay. Aber wir wissen schon mal, im Keller ist wohl jetzt nichts mehr. Ich hoffe, das betrifft alle Monster, dass wir jetzt gar keine Monster mehr zu befürchten haben, gerade eben. Das wäre nämlich geil, denn mit der Munition geht es jetzt gerade nicht wirklich steil. Yay. Ich gehe hier lang, weil ich weiß, dass hier noch Schrotflintenmunition ist, die wir vergessen haben. Oh, und wir haben ja Dietriche. Wir können ja jetzt einiges öffnen, was wir sonst nicht öffnen konnten. Wir haben ja Dietriche. Wo war das? Hier war was. Genau. Ja, immerhin. Das ist immerhin etwas, Leute. Das ist immerhin etwas. So.
müssen jetzt echt schauen, was wir machen, weil jetzt wird es ein bisschen dangerous für uns. Und ich höre so eine Puppe. Hä, die haben wir nicht kaputt gemacht? Krähenschlüssel? Oh, wir waren da noch nicht drin. Wir im Schlang. Hatten wir schon mal. Ich weiß nicht, ob wir einen Krähenschlüssel schon mal hatten. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Wir hatten den Schlangenschlüssel, den Schlüssel für da hinten. Nee, ich glaube, einen Krähenschlüssel hatten wir noch nicht. Oh, habe ich doch schon eingesammelt. Okay. Jetzt muss ich doch glatt mal schauen, welchen Schlüssel wir hier die ganze Zeit schon am Benutzen waren. Vor dem Schlangenschlüssel. Weil ich es nicht mehr weiß. Ich weiß es nicht mehr. Hier ist auch nix. So, gucken wir mal. Was für ein Schlüssel war das denn jetzt? Ah, der Skorpionschlüssel war es. Sieh mal an. Mehr auf dem Weg. Okay, dann gucken wir mal hier rüber. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute, aber es ist mir vorhin nicht aufgefallen, aber oh, hier ist nochmal Schlangenschlüssel. Ich bin mir fast sicher, dass dieser Schleim vorhin nicht da war. Ich will sowas von nicht hier reingehen. Was schreckt mich halt, Handy? Ich dachte jetzt schon. So, was ist das? Kleine Mädchen lieben es, wenn man ihre Tagebücher liest. Wir machen uns eine richtig neue Freundin damit, wenn wir ihre Sachen durchstöbern. Egal. April, bin mit Mommy zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. Boah, cool, ey. Ich bin so eifersüchtig. April, doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Okay, Oliver ist dieser Gestörte, sonst was. April, ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Lukas? Ist es nicht das? Okay. Ach, das ist das Tagebuch von diesen zurückgebliebenen Typen, oder was? Keine Ahnung, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer Trophäe vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird er sie nie finden. Okay. Mit einer Trophäe. Okay. Hier ist nichts drauf. Erfinderwettbewerb. Aber hier ist nichts. Robotermeisterschaft? Erfinderwettbewerb. Das ist sie eigentlich. Oh. Ah, noch ein Erfinderwettbewerb. Okay. Wie viel hat der denn davon? Okay. Wer auch immer hier, wessen Zimmer auch immer das ist. Er ist ein Genie. Anscheinend sehr schlau. Und hat seltsame Sachen in sein Zimmer. Es könnte auch sein, dass das, was da steht, eine Lüge ist, Leute. Weil der Typ wirkt nicht dumm.
Kann schon sein, dass er da einfach nur Blödsinn reingeschrieben hat, damit wir uns tot suchen nach dieser Trophäe. Okay, immerhin Dietrich. Ja gut. Lag ich halt mal wieder falsch. Aber schon cool, ne? Also sowas hätte ich gern für zu Hause. So, hier konnten wir noch was machen. Es ist kaputt. Ja, wie so ziemlich alle Tier. Was haben wir hier? April, Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich oben ein Klopfen. Mai, es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Kann ich den hier ausmachen? Oh, oh, hey, ich will da hin. Pillen, geil. Also wir hätten das Licht ausschalten können, oder wie? Aber wie? Ich kann hier nichts machen. Komisch. Aber gut. Die leuchtet sie nicht. Oh, Kraut, nice. Sie leuchtet sogar nachts. Müsste nicht, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich da Licht hätte ausmachen sollen. Und ehrlich gesagt, hat der kleine Junge seinen Bruder oder Freund oder keine Ahnung, Familienmitglied da oben eingesperrt und ihn einfach verrecken lassen? Ist es die Möglichkeit? Es kommt einem so vor. Ich habe schon wieder dieses Klapper gehört. Flintenattrappe. Toll. Und eine Spielzeugaxt. Ich habe schon wieder keinen Platz. Oh. Kann nicht als Waffe fahren. Oh, so, schade. Das hätte ich jetzt direkt als erstes probiert. Schießpulver. Schatzfoto. Ah, Moment. Wir können ja den hier machen. Okay, jetzt haben wir eine Spielzeugaxt. Was haben wir hier? Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer. Trevor und Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November 1992. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Ich habe keine Ahnung, was eine schattenaktivierte Tür ist. Geht die auf, sobald es dunkel ist, oder was ist los? Es ärgert mich immer noch mit der Munition hier gerade. Warte, was machen Pillen? Na, warte, sie nerven sich auswirken. Okay, dafür brauchen wir eine bestimmte Arznei, oder wie? Na toll. Wir haben halt jetzt keinen Platz mehr. Das ist jetzt echt nicht geil. Okay, nehmen wir vielleicht später einfach mit. Vielleicht können wir hier noch irgendwas machen. Oh ne, nicht schon wieder sowas. Judgment. Okay, ich sehe schon so ein bisschen seitlich. Ja, das sollte eindeutig zusammen mit diesem Kinderspielzeug verbunden sein, dass ich nicht aussammeln kann, stimmt's? Natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Und wir haben ja jetzt eh schon den erweiterten Rucksack. Kann ich mit nichts verbinden, verdammt. Das heißt, wir müssten, wenn dann, zurückgehen. Oder was wegschmeißen. Ist wahrscheinlich extrem dumm, dass ich das mache, aber wir machen es jetzt einfach mal. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor der Menge kniet. Hm. Okay, Leute. Wir können jetzt entweder die Karte nehmen, die uns direkt weiterhilft. Oder wir nehmen diese Kassette, von der wir keine Ahnung haben, was wir darauf sehen werden. Diese Entscheidung fälle ich
in der nächsten Folge, Leute. Dann kann ich nur sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt eine Bewertung da lassen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn ihr es wirklich gar nichts damit anfangen konntet. Und ja, dann vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um ihr zu zeigen, wie super hip wir Leute doch heutzutage sind. Ne? Bis dahin, Tschüssikowski und Goodbye.